Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda Breath of the Wild, der Master-Modus. Ich befinde mich auf dem Weg zum ersten Titan. Dachte mir, nehmen wir ein paar Schreine noch mit. Der hat sich angeboten, weil er direkt auf dem Weg lag. Gehen wir jetzt mal hin, müssen wir schon aufpassen, sind ein paar Gegner. Aber, ja, schnell genug sind, sollten wir uns haben können. Ja, reinrennen. Jetzt auf jeden Fall ein Blitze. Ja, gut. Ein paar anderen. Erstens. Data. Jetzt, der erste Schrein war wieder. Ja, ich sammle die Schreine natürlich, damit ich mein Leben und meine Ausdauer verlängern, vergrößern kann. Ja. Ob ich mich an den erinnern kann? Eigentlich kann ich mich an die meisten Schreine erinnern. Die versunkene Rettung, okay. Sehr gut. Habe ich noch eine Kugel hier? Ich weiß es auch. Lass uns den mal kurz hier liegen. Nein, ich brauche die Kugel. Schauen wir mal. Ja, noch nicht da die ganze Kugel. Naja, okay. Die Falle brauche ich trotzdem. Nehmen oder? Oder oben drauf liegen? Daneben gegangen? Kugel Loch. Und der Weg ist frei für uns. Ja, doch gut. So, breite Schrein. Befreit der Schrein.
drin. Perfekt. So, 4 haben wir wieder. Das heißt, wir können uns beim nächsten Mal wieder ein Herz holen. Oder ein bisschen Ausdauer. Ich glaube, es wird die Ausdauer diesmal sein. Schau mal. So, nächster Tipp. Wetten kannst du bis morgen. Bis morgen. Herzen wetten. Das Macken. Errichtet. Mein Gott, ab und zu rede ich so schnell, dass ich selber mich nicht will. Hallo? Entschuldige bitte kurz. Meinst du mich? Hier im Wasser. Hier bin ich, hier. Huch, bist du ein Julianer? Ja, oder? Du hast ja keine Schuppen. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Auf Befehl von Prinzen Sidon sind wir gerade alle auf der Suche nach einem Julianer. Und nein, ich habe hier nicht nur im Wasser geplanscht und gefaulenzt. Denn Sidon ist der Sohn des Königs. Er wartet an der Ingogo-Brücke hinter dem Hohen Turm. Würdest du dorthin gehen? Und leid, dass ich dich so plötzlich für uns einspanne. Aber es handelt sich um eine Sache von unglaublicher Wichtigkeit für uns, Soas. Ach und, wenn du Prinz Sidon sprichst, sag ihm bitte nichts davon, dass ich hier im Wasser plansche, ja? Als. Wir beim nächsten Lagerfeuer mal ein bisschen bringen, ein bisschen was kochen. Dann irgendwie jetzt. Komm da hinten. Alles baut für uns auf den Weg fast. Und das wollten wir da so oder so hin, also ist geil. Ja? Horas? Wir geben uns dann zum Titan. Der hat gar nicht so gute Waffen. Ich würde sonst gerne gegen die Gegner antreten. Meine Waffe hatte wirklich Arsch. Fliegen würden. Komm. Merken. Genau. Oh, ein Hylianer. Du bist doch ein Hylianer, oder nicht? Ich bin ein Hylianer. Wusste ich's doch. Dann musst du ganz schnell zu unserem Prinzen gehen. Auf los bei der Ingogo-Brücke. Ich höre dir an, was du sagen hat. Ja, das ist ja plötzlich für dich, aber das versteht. Dort bist du. Geh. Geh du. Oh, warte. Oder?
Kommen wir denn da? Die nehmen wir noch mit, Pilze. Das ist ja okay. Die nehmen wir aber noch mit den Schrauben. Dass ich diesen blöde Dings hatte. Frage, ob ich darüber hier ist. Den Turm sollte man als erstes einen Besuch abstatten. Einfach ein Grund. Dass wir natürlich die Sachen brauchen. Der natürlich auch. Der hier alles. Oh. Dass wir natürlich auch die Gebiete erweitern wollen, da machen die Türme natürlich schon Sinn. Ach nein, ist ja Regen. Scheiße. Kann ich versuchen. Ja. Dacht. Ehrlich, ehrlich. Also zum Schrein dort. Dann gehen wir auf die Brücke. Dann müssen wir den Turm dann natürlich auch noch befreien da oben. Oh, das war aber Glück. Hallo. Oh, was für ein Glück. Du bist ein Hylianer, oder? Das bin ich. Sehr schön. Eine glückliche Führung. Ah. Ich bin Tofo, Volk des Zoras. Wir suchen verzweifelt nach einem Hylianer wie dir. Das Dorf des Zoras ist in Gefahr. Deshalb suchen wir mit Sino, unserem Prinzen, einen starken Hylianer. Sagt der Prinz, behält sich auf der Ingogo-Brücke. Wenn du uns helfen möchtest, würdest du den Prinzen sprechen. Mach ich, aber lass uns erstmal. Und Maxi. Hier. Wichtig, dass wir die Schreine alle nicht mitnehmen, ne? Kann ich oft genug betonen. Gesammelte Pflanzen. Und so deine. Die Nahrung kochst, füllt sie sogar noch mehr Herzen. Kraftprobe leicht. Ah, okay. Gut, dann mal gucken. Essen wir mal. Lange her, dass ich das gemacht habe. Oh.
Warte, ich brauche noch ein anderes Schwert. Dass wir so viele Feen gesammelt haben. Eigentlich gewonnen. Mitnehmen. Ja. Oh, das ist aber ein netter Bogen. Und der raus. Hat es ja schon aufgehört zu regnen draußen. Man weiß es nicht. Figuren auserwählen. So. Hast du schon. Findet er was von? Hunden haben die es, ne? Das gleiche wie bei Mario Odyssey. Da ist es auch. Ja. Also der Master-Modus muss ein bisschen mehr den Kampf üben, das weiß ich selber. So, hüpfen wir einmal runter zur Zora-Brücke. Genau, was er von uns will, ne? Ingo. Hey, du da! Hier bin ich! Hier! Und hopp! Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden! Ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. Wie heißt du? Bitte sag mir deinen Namen. Ah. Hink. Hink also. Guter Name. Habe ich dich nicht mal gehört? Egal, ein guter Name. Sehen. Wie du dich bewegst. Die Körperspannung. Du bist etwas Besonderes. So viel ist klar. Oh. Link, du bist stark, oder? Sag mir, dass du ein starker hylianischer Krieger bist. Bin ich. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Zoras. Dann kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas habe. Huh? Gut, spitze. Ich habe nach einem wie dir gesucht, Link. Ein Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt. Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Zoras, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Varuta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörliche Regenflut auf uns herabprasseln. Hm? Wir brauchen dich im Dorf der Zoras. In Ordnung. Oho, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Auf der Zoras ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich! Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Wenn du diesen Weg folgst, du zum Dorf. Für einen Hylianer ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Aber hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, da war ja noch was. Ich muss dir noch was geben. Kleines Geschenk. Hier, drück dir die Flossen. Elektromedizin. Nützlich voll. Hm? Diese Medizin erhöht deinen Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Hylianer gedacht. Was bringt sie uns sowas nicht viel? Ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Geh schon mal vor und stelle sicher, dass du auf dem Weg keinerlei zu großen Überraschungen erwarten. Lass mich auf dich. Ja, super. Das passt doch perfekt. Ich würde sagen. Dann werden wir einfach mal ja, auf der Zoras gehen. Also, den Turm müssen wir uns später holen. Ja, suchen wir uns den Turm der Zoras. Das Ganze werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.